Worten Glauben zu schenken. Hey, liebe Erdbewohner, willkommen bei We Love Movies. Heute nehmen wir uns mal den Film Ghostbusters, Afterlife oder Legacy oder Ghostbusters 4. Sucht euch was aus. Ich war da echt verwirrt, weil ab und zu lese ich so Legacy, Afterlife, ich denke mir, hä? Aber ich glaube, Legacy ist der deutsche Name und Afterlife der englische. Sucht euch aus. Also wir haben den geguckt, erstmal Feedback ist positiv. Sehr positiv, ja. Positiv, definitiv. Ich liebe dieses Wort irgendwie. Definitiv und cool sage ich immer am meisten. Also es ist cool, definitiv. Es ist definitiv cool. So, who you gonna call? Ghostbusters. Also ich bin ja als Kind mit den Oldschoolen aufgewachsen. Du auch? Ich habe sie geguckt, ja, aber war früher nie so wirklich meins. So. Ihr wisst ja, ich bin ja eher so den neuen modernen Shit. Ja, aber ich komme da noch ran. Ja, durch kommt, ihn noch, hier. Kommt noch. In meiner Familie ist ja schon immer Bill Murray-Fan, der macht ja damit, ist ja schon immer cool. Dan Aykroyd. Herbert Ramis, der ist ja leider gestorben. Gibt's aber wirklich positive Überraschungen, was in dem Film da aus ihm gemacht wurde. Das ist ein schönes Ende. Auch wenn du jetzt nicht den Bezug dazu hattest, fandst du ja trotzdem, das Ende war echt cool. Also das Erste, was wir sagen, wie wir das schon in unserem Was haben wir geschaut, Folge 2 gesagt haben, es ist ein ruhiger Blockbuster. Ja, es ist jetzt kein Action-Bombast-Mega-Film. Du willst mit dem alten Kombi fahren? Ist der Einzige mit einem Motor drin. Aber er hat schon einige Momente, sag ich. Die ganze Stadt ist wie The Walking Dead. Durch der Film hat mich erinnert an Super 8. Ja. Weil halt Kinder auch im Vordergrund stehen in dem Film. Ja, und Super 8 auch ein geiler Film. Da gibt es so einen Jungen, der heißt Podcast. Sein richtiger Name wissen wir nicht. Sein Name ist Podcast. Er hat einen Podcast. Und er ist wirklich lustig, ja. Ist schon cool gemacht. Die alten Schauspieler, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Ja, Mann. Guckt rein. Wir haben in der Nebenrolle haben wir Paul Wood, a.k.a. unser Ant-Man. Ja, Mann. Großer Fan. Spielt ja auch richtig gut, ja. Ich wünschte, sie würde wenigstens mal Ärger machen. Das kommt früh genug. Also, die Story spielt zeitlich gesehen, also wirklich so 20, 30 Jahre nach dem zweiten Teil. Ja. Der mittlere Teil mit den Frauen von 2015 oder 2016, der wird nicht wirklich erwähnt. Los geht's. Okay. Ist jetzt auch nicht schlimm gewesen. Aber zu den alten Filmen gibt es da schon einige. Ja, ordentlich. Ordentlich. Also wer die alten Filme, die erste und den zweiten hoch und runter geguckt hat. Sie sind bewaffnet. Ich hasse Götterspeisen. So hör mal auf, davon wird man groß und stark. Und ihr guckt euch Afterlife an, ihr seht diese ganzen. Da wird ja auf jeden Fall einiges. Easter Eggs und so. Ich sag bloß die kleinen Mini-Marshmallow. Die waren immer lustig, Alter. Alleine für die lohnt sich das, diesen Film zu sehen. Vor allem, sie sind voll selbstmörderisch. Ja. So, ab in den Mixer, ab in den Grill, wisst ihr immer drauf. Mit Schokolade schmelzen. Sieht man ja auch im Trailer. Oder auf ihrem Dachboden. Haben Sie oder Ihre Familie jemals einen Spuk, ein Phantom oder ein Gespenst gesehen? Ja, ist schon. Die waren wirklich lustig, Alter. Also man lacht gut, man findet den Film auch spannend dafür, dass er ruhig ist. Man will einfach wissen, was ist da los? Ja. Das ist ja immer ein gutes Zeichen, finde ich. Ich muss zum Beispiel auch sagen, weil heutzutage ist ja echt so, man versucht ja echt viele Filmreihen so irgendwie mit Kindern zu besetzen und sowas. Und es ist dann meistens so lala, finde ich. Ja. Aber hier ist es verdammt gut gelungen, muss ich sagen. Also, ja, es muss halt passen, so zum Beispiel Ghostbusters 3 mit den Frauen. Der Film war ja nicht schlecht wegen den Frauen, der ist einfach strange, aber was ich halt sagen muss, der hat halt, was das Optische angeht, Bildqualität ist der absolute Wahnsinn. Das ist das, wo ich sah, dass man den Film wenigstens einmal geguckt haben müsste. Ja. Habe ich zum Beispiel noch nicht, kommt noch. Aber auch die Effekte bei Ghostbusters Afterlife, wenn es zur Sache geht, dann sieht es auch alles wundervoll aus. Es ist wundervoll produziert worden. Also ich fand es toll. Ja, ist wirklich, also
lohnt sich auf jeden Fall, diesen Film zu gucken. Und gerade wer halt natürlich die alten Ghostbusters-Filme geguckt hat, da lohnt sich es noch mehr. Und was auch gut ist bei dem Film, dass außer jetzt Paul Rudd und die Oldschool-Mannschaft, ja, aber ist ja größtenteils ja nur am Ende, es sind keine bekannten Schauspieler so mit dabei. Weil meistens werden Filme von einem Schauspieler getragen, obwohl der Film nicht so gut ist, aber richtig, du guckst halt dem Schauspieler gerne. Hier ist es aber so, dass die Schauspieler, man kennt die halt größtenteils nicht. Ich kenne eigentlich auch halt Paul Rudd oder Paul Rudd. Dann den Lockenkopf da, den Jungen, den kenne ich aus Stranger Things. Habe ich ja nie geguckt. And that's the bottom line, the Stone Cold Sixer. Das ist doch so eine Netflix-Serie. Ja, genau. Habe ich aber auch nur die erste Staffel geguckt. So, von da kennt man den zum Beispiel. Also die anderen sind mir jetzt auch nicht wirklich ein Begriff, sage ich mal. Nö. Aber wie gesagt, der Film ist top. Die machen auch alles cool und wird halt nicht von großen Namen getragen. Das ist ja das Ding. Es muss ja nicht jetzt jeder Film da irgendein super Hollywood-Schauspieler mit einer Milliardengage oder was auch immer. So, es schaffen auch Filme ohne 1A. Ja, Gott sei Dank war The Rock nicht mit. Kommt wahrscheinlich auch noch. Hey, also kann wirklich nicht überall mitmachen. Ja. Der soll bei seinen Abenteuerfilmen bleiben und die Geister in Ruhe lassen. Okay, das war ein wichtiger Sicherheitstipp. Ja, und an sich ja auch, wie du schon sagtest, von den Effekten her, was da zu sehen ist. Ich muss auch sagen, der Film, der geht auch eigentlich schon gut los, Alter. Direkt am Anfang. Ja. Also du hast nicht so diesen Moment, wo dann erstmal, keine Ahnung, dreiviertel Stunde oder so gucken musst, nichts passiert, sondern da geht schon... Na, du wirst da angeheizt, weil das Ende, was da jetzt passiert. Ist auch, also man muss sagen, also für einen Film, der 12 ist, man kann ihn auch mit seinen Kindern gucken, der hat auf jeden Fall auch Gruseleffekte. Ja, doch, stimmt schon. Also meine Kleine war, nein, ich will nicht. Und die hat sie jetzt auch schon dreimal geguckt. Dreimal jetzt schon geguckt, ja. Und sie liebt die Marshmallow-Szene, das ist, aber die ist auch lustig. Ich finde die wirklich, die ist legendär, Alter. Und das Ende finde ich halt auch wunderschön und ich hoffe, also ich habe so gelesen, also da könnte sogar ein 5. Teil noch kommen. Kurze Info, ihr kennt ja den Ecto One, also das ist ja das Ghostbusters Auto. Ja. Lesen von diesem Auto, also damals schon wurden in den 80ern der erste Teil gemacht wurde. Ja. Gibt's, wurden nur 200 jemals hergestellt. Ja. Den haben sie dafür bekommen, aber in dem Teil, das ist ein Replika. Ach so. Haben sie selbst zusammengebaut. Ach krass. Ja. Weil der andere, der wurde irgendwie schon zurückrestauriert. Das ist, glaube ich, in irgendeinem Museum oder irgendein Privatkäufer hat den nicht in Ecto One. Ach krass. Wusste ich zum Beispiel nicht. Hui Gonka. Ghostbusters. And that's the bottom line. The Stone Cold Sixer. So, und dann würde ich sagen, das war unser kurzes Review. Ghostbusters, Afterlife, Legacy 4, whatever. Das war euer Agron. Und euer Pete. We love movies. We live movies. Ja. Passt auf euch auf, seid nett zueinander. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.